Über viele Jahre hinweg war das Bundeskanzleramt jener Ort, in dem Sebastian Kurz die Geschicke der Republik Österreich geleitet hat. Doch fortan wird er woanders Platz nehmen, und zwar im österreichischen Parlament. Als Clubobmann wird er dies tun, und es gibt mittlerweile auch den Timetable, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Er wird morgen um 8 Uhr zunächst in der Lichtenfelsgasse in der Parteizentrale der ÖVP sich mit seinen Vertrauten nochmals abstimmen. Dort hat er übrigens auch sein Büro im dritten Stockwerk. Es geht dann gegen 8.40 Uhr weiter ins österreichische Parlament, in den Nationalrat. Da wird es wahrscheinlich eine Reihe an Fotografen und auch sonstigen Medienvertretern geben, die ein Foto oder auch Bilder erhaschen wollen. Weiter geht es dann gegen 8.45 Uhr. Da soll es aller Voraussicht nach auch ein erstes Statement geben des frisch anzugelobenden ÖVP-Clubobmanns, gefolgt dann von seinem ersten Auftritt. Er wird in der ersten Reihe Platz nehmen als Clubobmann, wahrscheinlich den Platz auch von August Wöginger einnehmen, und dann um 9 Uhr soll er dann auch angelobt werden. Es gibt natürlich jede Menge spannende Themen, und Sebastian Kurz, der stand in den letzten Tagen, obwohl er gar nicht da war und ein bisschen geschwänzt hat, könnte man sagen, stand er doch ziemlich in der Kritik seitens der Opposition, und die wird mit Kritik auch am morgigen Tag wohl nicht sparen.